St. Clara Spital präsentiert Telebar. Das Gast bei mir an der Telebar ist heute Ruth Kissling, Maler aus Basel. Grüß Sie. Grüß. Man sagt, Ihre Kunst die sich vor allem inspiriert von Paris, von den 30er Jahren. Wie kommt das? Ich habe in Paris gelebt, so ferienmässig, aber ich habe eigentlich mehr gearbeitet dort. Und zwar zuoberst auf dem Berg La Butte, die Montmartre. Auf der einen Seite konnte ich auf die ganze Stadt Paris runterschauen. Die Nacht war das wunderschön mit diesen leichten Lämpchen. Auf der anderen Seite konnte ich die Sacré-Cœur schier anlängen. Das war die Küchenseite. Man sagt auch, oder man sieht auch, Ihre Kunst lebt von der Erotik. Haben Sie sich da auch in Paris inspirieren? Ja, ich glaube, die Erotik hat jeder Mensch in sich. Muss man nicht extra auf Paris gehen. Was hat Sie denn dazu bewogen, das in Ihrer Kunst zu verarbeiten? Weiß nicht. Das ist einfach vom Kopf, vom Bauch in den Kopf, in die Hände wahrscheinlich. Und wie war das für Sie damals in Paris? Dort, haben Sie auch Künstler kennengelernt? Weniger, weil ich habe mehr eigentlich geschafft. Ich bin mit Freunden bin ich zusammen gewesen. So schon. Okay. Sehr schöne Momente erlebt. Damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie die Kunst aussieht, haben wir ein paar Bilder, die wir anschauen können. Mhm. Vielleicht gerade mal das erste, das wir zeigen können. Das wäre Le Rêve, heisst das. Genau. Da hat es eine ganz besondere Geschichte hinter diesem Bild. Was ist das für eine Geschichte? Es ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Ich hatte diesen Traum. Also, es heisst ja Le Rêve. Ich musste diesen Morgen gerade aufschreiben. Es geht hier darum, dass ich in einem Baum lebe, einem Baumhaus. Und weiter weg war ein Schloss mit leichten Lämpchen und so weiter. Und ich wurde eingeladen worden, dorthin, von einem Fußballer, den ich sehr gerne habe, den ich sehr geliebt habe. Und ich wurde geholt worden mit Ross. Also ich bin mit Engeln, mit Putten und so weiter, bin ich dort abgeholt worden. Unterwegs habe ich noch die Schuhe verloren. Ich habe einen dreckigen Rock. Nein, es war schon ein sauberer Rock, aber eigentlich ein Lumpen war es. Ich bin dem Schloss, zu diesem Schloss gekommen. Meine grosse Liebe habe ich immer nur von weitem gesehen. Es ist einfach nicht anders gegangen. Anlängen konnte ich nicht. Können. Also sehr lebhafter Traum haben Sie da gehabt. Ja. Und warum haben Sie denn da gerade verarbeiten in meinen Bildern? Das ist erst viel später gekommen, eigentlich. Ich habe einfach den Traum mal aufgeschrieben und dann später habe ich dann gemalt. Es ist also ein ganz grosses Bild. Wir können noch ein paar andere Bilder anschauen von Ihnen schnell. Auch so kurz einfach mal so als Überblick, wie das ausgesehen hat bei Ihnen. Das wären noch ein paar andere Ölbilder. Die meisten, die Sie machen, sind Ölbilder. Mhm. Wir haben aber noch ein letztes Bild noch vorbereitet, das ganz anders ist. Ein bisschen, man könnte sagen, ein Stilbruch zu diesen sehr schönen Bildern, die wir haben. Das kommt jetzt gerade ins Bild. Tramhaltestelle heisst das Bild. Das ist mit dem Computer gemacht worden. Wie kommen Sie jetzt plötzlich von der Ölbildkunst so auf den Computer? Also ich bin ja eine, die grossformatig malen. Wie grösser, wie lieber. Ich selber bin 1,53 gross. Und immer sagen alle, ich soll mal klein malen. Und also die Zeichnungen sind bei mir schon klein, aber irgendwann war halt der Computer da und dann habe ich einfach mal probiert und dann habe ich die Computerzeichnungen gegeben. Oder Computzeichnungen, wie ich sie auch nenne. Die kann man sehr klein machen. Aber was würden Sie jetzt sagen zu Leuten, die sagen, vorher die Ölbilder, das ist wirklich Kunst, was sie da geliefert haben, aber das ist einfach noch ein Kritzel auf dem Computer, das könnte ja jeder machen in dem Sinne. Kann nicht jeder machen, nein. Das muss man schon können. Man muss es auch üben. Also ich würde sagen, es ist schon... Auch eine Zeichnung, normal, auf einem Blatt Papier, sie müssen, das muss man üben, das muss man können. Und Computerzeichnung ersetzt Zeichnung nicht, die normale Zeichnung nicht. Und es ersetzt auch Bild, Teilbilder nicht. Jetzt Sie selber sind ja auch sehr extra ganz gekleidet. Sind Sie selber auch ein Kunstwerk? Danke. Okay. Jetzt haben Sie nächste Woche eine Ausstellung in Basel. Ja. Wie wichtig ist es für Sie, in Ihrer Heimatstadt auszustellen? Also das ist eigentlich nicht meine Heimatstadt. Ich wohne hier. Ich komme von Wolfwil. Wir sagen dem Wolfu.
Aber hier das Basel ausstellen ist mir sehr wichtig, das ist ganz klar. Ich kenne auch einige Leute hier. Ich wohne ja schon eine Ewigkeit hier. Ich freue mich drauf. Besonders in der Altstadt, im Heuberg. Im Heuberg ist das, in der Galerie Leupi? Galerie Heubar. Genau. Okay, besten Dank, Frau Kiesling. Sehr interessant gewesen. Leider ist unsere Zeit schon abgelaufen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Regio-Gourmet und einem ganz besonderen Besuch, nämlich im Europapark. Viel Vergnügen hier dabei. Telebar ist Ihnen präsentiert worden von den Basler Privatspitälern.